Das dritte Spiel auf diesem unheiligen Modul heißt Illuminator. Nun, das ist ein Spiel, was ich absolut hasse. 3 Sekunden nachdem du das Spiel gestartet hast, verdunkelt sich dein urplötzlich das Spielfeld so stark, dass du weder deinen spielbaren Charakter noch die Gegner sehen kannst. Großartig. Schon das zweite Spiel, was mir gleich am Anfang den Mittelfinger zeigt. So, wenn du das erste Mal dieses Spiel spielst, hast du keinen Plan, was gerade eigentlich abgeht. Und dies sorgt dafür, dass du dann einfach so stirbst. Jedenfalls, in diesem Spiel bist du ein gewöhnlicher Junge mit violetten Haaren, der schätze mal Vampire töten muss, damit das Licht wieder für ein paar Sekunden angeht. Dies ist einfacher gesagt als getan, weil dir die Dunkelheit das Leben schwerer macht, als es eigentlich nötig ist. Besonders wenn du versuchst, eine Treppe hinunterzugehen. Ein Glück auch, dass du in der Lage bist, deinen Schuss in der Dunkelheit zu sehen, was dir dann etwas helfen kann. Aber auch nur wirklich etwas. In den späteren Level tauchen dann auch weitere Gegner auf, wie diese schwarzen Männchen. Oder sollen das Schatten sein? Wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, sehen sie aus wie Mr. Game & Watch. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mit dieser Aussage ein bisschen zu weit. Jedenfalls, manchmal passiert es, dass diese schwarzen Männchen stehen bleiben. Oder besser gesagt, auf der Stelle laufen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob dies jetzt ein Fehler in der Programmierung ist oder beabsichtigt wurde. Scheint mir aber mehr ein Spielfehler zu sein. Dieser Fehler ist, ehrlich gesagt, nützlich. Aber auch ziemlich nervig. Es kann nämlich passieren, dass sie direkt an der Leiter stehen bleiben und dir dann den Weg blockieren. Und das ist ziemlich doof, weil du bist gezwungen, jeden Gegner auf dem Spielfeld zu töten. Und dann gibt es auch noch die Fledermäuse. Oh Gott, die Fledermäuse. Diese Biester stürmen direkt auf dich zu, unabhängig davon, auf welcher Etage du dich befindest, und töten dich schneller, als du gucken kannst. Ich hasse diese Biester. Die einzige Möglichkeit, dich von einem Fledermausangriff zu schützen, ist sie entweder abzuschießen, wenn du Glück hast, oder sich sehr nah am Rand aufzuhalten, damit die Fledermaus verschwindet. Ich kann euch sagen, dass dieser Bildschirmrand mir mehr Leben gerettet hat, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Was sogar diese Lage noch mieser macht, ist, dass alle Gegner in diesem Spiel ohne Vorwarnung aus dem Nichts auftauchen. Dies kann dazu führen, dass du sehr oft unerwartet stirbst. Ich habe noch nicht einmal das Level begonnen und schon hat mich ein Gegner überrannt. Was zur Hölle, Mann? Eines der größten Probleme in diesem Spiel ist die Schwierigkeitsgraderhöhung. In jedem Level erhöht sich die Geschwindigkeit der Gegner. In den ersten Leveln ist es ehrlich gesagt noch okay, doch ab dem 6. Level fängt es an brutal zu werden. Es ist schon schlimm genug, dass ich in der Dunkelheit kämpfen muss und auf Gegner achten muss, die direkt auf mich zustürmen und Gegner, die vor der Leiter kämpfen. Und dann müssen sie auch noch die Geschwindigkeit der Gegner erhöhen. Und das soll ich auch noch mit 4 Leben, 0 Continues und keine Möglichkeit extra Leben zu bekommen hinbekommen? Na vielen Dank auch. Das grenzt hier schon an das Unmögliche. Besonders wenn die Plattformen klein sind und nur wenige Millisekunden hast hochzusteigen und dann den Gegner zu töten. Und solche Stellen sind nicht gerade selten in dem Spiel. Das Spiel hat insgesamt 10 Level. Und was passiert, wenn du alle Level geschafft hast? Gar nichts. Du wirst nur zum ersten Level zurückgeschickt. Fuck this game. Spiel Nummer 4. GeForce FGT. Ich schätze mal, das soll GeForce Fighter heißen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Wen denn juckt das eigentlich überhaupt? Ist das euer Ernst? Es gab nur ein Abstand zum letzten Shooter. Und schon benötigen sie einen weiteren. Oh mein Gott. Nun, wie auch immer. Hier bin ich ein wirklich seltsam ausschauender pinker Kampfflieger, der dabei zusieht, wie das halbe Universum an mir vorbeifliegt. Da hier keinerlei Hindernisse auftreten und weil alle Gegner geradeaus weiterfliegen, ist es ziemlich einfach, eine sichere Stelle zu finden und für den Rest des Spiels dort zu campen. Es ist so klar, dass dieses Spiel von niemandem gescheit getestet worden ist. Nach so 5 Minuten hast du dann alle 3 Level durchgespielt und dann wirst du zum ersten Level zurückgesendet. Warum existiert dieses Spiel?
Ich weiß, das ist eine dumme Frage, aber du hast nichts davon, wenn du dieses Spiel spielst. Mehr kann ich auch ehrlich gesagt nicht zu diesem Spiel sagen, also machen wir weiter. Nun kommen wir zum Highlight dieses Moduls. Spiel Nummer 5. Ooze. Zu diesem Spiel hat Active Enterprise ein Gewinnspiel geplant. Die Person, die in der Lage ist, alle 5 Level von Ooze durchzuspielen, bekommt eine Endsequenz, also einen Text, der dir sagt, dass du gewonnen hast und du gewinnst dadurch 104 Dollar. Traurigerweise ist dieses Gewinnspiel ausgefallen und das wahrscheinlich auch aus sehr gutem Grund. Nachdem du das Spiel gestartet hast, bemerkst du, wie abnormal und unnötig die Sprungkontrolle in diesem Spiel ist. Nicht nur das B springen und A schießen ist. Nein, es muss auch noch so sein, dass wenn du den B-Knopf gedrückt hältst, du dich nicht nach links oder nach rechts bewegen kannst. Dies kann simple Dinge wie über eine Grube zu springen so ziemlich versauen. Um in diesem Spiel gescheit springen zu können, musst du sofort den B-Knopf lösen, sobald du ihn gedrückt hast. In anderen Worten geht diese Kontrolle gegen deinen üblichen Spielinstinkt. In vielen Spielen hältst du den Sprungknopf gedrückt, damit du einen höheren Sprung ausführen kannst. Jedenfalls, in diesem Spiel bist du ein Gartenzwerg, der Rache an den Schleimlord ausüben möchte und deswegen in einer grünen Tropfsteinhöhle Schleimmonster abknallt. Und ja, ich weiß, dass ich mir jetzt gerade irgendeine Scheiße ausgedacht habe. Aber ich will auch mal meine Fantasie einsetzen, wenn ich schon mich selber mit diesen Spielen foltere. Das wirklich Nervige an diesem Spiel sind die Gegner. Hauptsächlich begegnest du diese grünen Schleimmonster. Was genau an denen ist so nervig, fragt ihr? Nun, es kommt hin und wieder mal vor, dass du über eine Grube springst und dann auf der anderen Seite aus dem Nichts dir eines dieser Monster entgegenkommt und dann sofort tötet. Und wenn das nicht schon genug ist, passiert es auch hin und wieder, dass dein Schuss durch die Gegner hindurchgeht, während der auf dich zustürmt. Der andere Gegner am ersten Level ist ein riesiger Wassertropfen. Du bist nicht in der Lage, ihn zu töten, deshalb musst du auf einer höheren Plattform stehen bleiben oder über ihn springen. Einfacher gesagt als getan. Und wenn das nicht noch genug ist, wird das erste Level des Spiels zu einem unnötig langen Level. Ein richtig langes Level, wo es einfach ist, einen kleinen Fehler zu machen, der dafür sorgt, dass du alles nochmal neu machen musst. Ich kann euch eins sagen, es gibt nichts Frustrierenderes, als wirklich weit in ein Level zu kommen und dann zu sterben, weil dein Schuss durch den Gegner hindurchgegangen ist und du dann von ihm getötet worden bist. Doch nach vielen Versuchen später war ich doch noch in der Lage, das Level zu schaffen. Das zweite Level ist im Vergleich zum ersten Level so einfach, dass es schon fast eine Beleidigung ist. Die einzigen Gegner in diesem Spiel sind diese pinken Regentropfen, die von oben aus hinunterfallen. In den meisten Teilen des Levels kann man einfach durchrennen, ohne überhaupt in die Nähe einer dieser Regentropfen zu kommen. Und nachdem du dieses Level abgeschlossen hast, stürzt dann das Spiel ab, bevor du überhaupt das dritte Level starten kannst. Na, das ist doch mal geil. Man startet einen Wettbewerb, wo man 104 Dollar gewinnen kann und das Spiel stürzt dann nach dem zweiten Level ab. Ich kann mir schon die Freude bei dem Käufer vorstellen, der tatsächlich geglaubt hat, dass er bei diesem Müll etwas gewinnen kann. Nächstes Spiel. Spiel Nummer 6. Silver Sword. Worte können überhaupt nicht zusammenfassen, wie sehr ich dieses Spiel verabscheue. Ich bin so froh, wenn ich nie wieder dieses Spiel anfassen muss. In diesem Spiel bist du eine komplett nackte Person. Nee, jetzt ohne Scherz. Der Typ ist nackt. Jedenfalls sehe ich das so. Jedenfalls musst du deine Gegner mit einem umgedrehten Kruzifix angreifen. Ich denke, das ist ein Schwert, was du abfeuerst, aber warum schwingst du das Schwert nicht? Meine bessere Frage, warum ist das Schwert nicht Silber, wenn es ein Schwert ist? Ach, wen interessiert das eigentlich? Du tötest einfach deine Gegner mit Religion. Wenn wir schon über die Gegner reden. Die Auswahl der Gegner ist das geilste, was du jemals in deinem Leben gesehen hast. Hier gibt es riesige Käfer, die fast schon wie Panzer aussehen. Raupen, dessen Endteil auch gar nicht pervers aussehen. Rasa aus Pokémon. Braune Sperma.
Sorry, wenn ich jetzt damit richtig pervers rüberkomme. Aber es sieht genauso aus! Dann gibt es noch umgeworfene Pyramiden mit einem S drauf und ein saftiges Steak. Die besten Gegner, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Der Grund, warum ich dieses Spiel verabscheue, ist hauptsächlich wegen den Gegnern. Alle Gegner bewegen sich wild und schnell umher, sodass es schwierig ist, sie zu treffen. Und das Beste ist, dass sie in jeden Winkel schießen können, währenddessen du nur in vier Richtungen schießen kannst. Und wenn das nicht noch genug ist, dann machen sie auch noch das Level unnötig lang. In diesem Spiel kannst du vier Treffer wegstecken, bevor du stirbst. Doch ehrlich gesagt bringt es dir nur sehr wenig, weil du meistens einen Treffer nach den anderen kassierst. Es sieht vielleicht nicht schwierig aus, aber wenn man das mal gespielt hat, merkt man so richtig, wie wenig Gnade die Spielentwickler kennen. Besonders fällt das einen Level 3 auf, wo sie mit den Spawnen der Gegner einfach nur grausam sind. Habt ihr das gesehen? Wisst ihr eigentlich, wie schwierig es ist, solch eine Welle lebend zu überstehen? Versucht mal drei von solchen Wellen zu überleben. Oder mal besser gesagt, versucht mal dieses Spiel durchzuspielen mit nur 3 Leben, 0 Continues, 0 Extra-Leben und ohne Save-States zu schaffen. Ich garantiere euch, ihr werdet Monate daran sitzen. Und was passiert dann, nachdem man das Spiel durchgespielt hat? Man wird zum ersten Level zurückgeschickt. Großartig, oder?